Wegener Nissan. Und ihr seht schon im Hintergrund, Julian, wir gucken uns heute den Prototypen vom Ariya an, vom neuen Elektroauto von Nissan, der ja eigentlich alles besser machen soll, ne? Was bisher schon gut lief, aber noch besser hätte laufen können bei Nissan und sicherlich so ein bisschen die große Hoffnung bei Nissan. Wieder das neue Flaggschiff sozusagen, ne? Genau, richtig. Man erkennt so ein bisschen die Verbindung zum Qashqai von der Optik her. Groß ist er, breit ist er. Aber wir wollen gar nicht zu viele Worte verlieren, weil wir dürfen uns ihn jetzt gleich angucken, auch von innen. Wir nehmen euch einfach mal mit, haben wir gesagt. Genau. Und, aber sag dann mal kurz vorher, was erwartest du? Ich erwarte so ein SUV, einen relativ großen, geräumigen SUV, der, ich hätte gedacht, der ist mehr Kombi-like, aber wenn ich jetzt dieses Bild sehe und wenn ich ihn da schon drin gesehen habe, hat dann doch hinten ein abfallendes Heck. Es wird spannend, ob man sich den Kopf anstößt bei hinten beim Einsteigen. Ja. Er hat vor allem eine sehr wuchtige Front. Wir haben es vorhin schon durch die Scheibe gesehen. Ja, wir kommen jetzt gleich rein. Wir haben ja so eine Zeitslots hier, damit das mit den Kontakten so ein bisschen reduziert ist. Genau. Und nicht so viele Leute drin sind. Wir haben durch die Scheibe schon mal geguckt. Er hat eine sehr wuchtige Front mit sehr interessanten Lichtelementen. Aber sehr interessant. Zwei verschieden große Akkuvarianten. Relativ viel Reichweite. Ja. Nissan das erste Mal CCS. Ja. Und AC bietet dann noch eine Besonderheit, dazu kommen wir später. Das wollen wir noch nicht verraten, genau. Und auch der Innenraum, sehr, sehr überzeugend. Einiges, ja. Verspricht vor allem sehr viel Platz, sehr viel Raum, sehr viel Stil. Ja. Muss man sagen, was man bisher so gesehen hat. Sehr interessantes Innendesign, was so eine gute Mischung zu sein scheint zwischen Tesla, total clean, und doch noch aber haptische Knöpfe. Da sind wir auch mal sehr gespannt, wie sie das gelöst haben. Es gibt ja viele, die sagen, so dieses ganz cleane Design ist nicht so ihr Ding. Sie wollen doch noch einen Punkt haben, wo sie draufdrücken können. Na, wir gucken einfach mal. Genau, Preise sind ja bisher noch nicht bekannt gewesen. Mal gucken, ob da jemand eine Aussage zu treffen kann. Genau. Wir nehmen euch einfach mal mit und wünschen euch viel Spaß. Ab geht's. Bis gleich. Schön aus. Julian mit seinen 1,74 Meter fand genügend Platz im Nissan Ariya, wie er zu Deutsch heißt, oder zu Englisch Ariya. Oh, Kinder, hier ist ja noch mal genauso viel Platz. 5 Sitzer, schon mal gut. Knie, riesen Kniefreiheit. Und auch wenn er relativ kompakt gebaut ist, also ich meine Julian, so finden sicherlich auch größere Leute genügend Platz, wie man hier sehen kann an der ersten Sitzprobe. Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation konnten wir leider nicht so lange Probe sitzen. Hier aber nochmal ein kleiner Rundumblick vom Fahrersitz aus, der euch zeigen soll, wie der Ausblick aus dem Nissan Ariya ist. Mein persönliches Highlight waren die Touch-Bedienelemente, die auf der einen Seite ein cleanes Design versprechen und auf der anderen Seite gleichzeitig viele Funktionen per einfachen Tastendruck ermöglichen. Die wohl wichtigste Frage noch vor dem Kofferraumvolumen ist: Wird das Nissan-Logo auch in Deutschland leuchten? Und die Antwort der Mitarbeiter war ja. Allerdings nicht während der Fahrt, dies ist unzulässig. Aber im Standlicht, da wird das Nissan-Logo auch beleuchtet sein. Zu den harten Fakten. Den Nissan Ariya wird es in 5 Varianten geben. Eine frontangetriebene Variante mit 63 Kilowattstunden Batterie, 218 PS, 300 Newtonmeter und 360 Kilometern Reichweite nach WLTP. Die gleich große Batterie von 63 Kilowattstunden mit 279 PS und 560 Newtonmetern und 340 Kilometern WLTP entfällt auf die allradgetriebene Dualmotor-Variante.
Und es wird eine zweite Akku-Variante geben mit 87 Kilowattstunden, frontangetrieben, 242 PS, 300 Newtonmeter und 500 Kilometer Reichweite nach WLTP. Oder mit Allradantrieb, 306 PS, 600 Newtonmeter, 460 Kilometer WLTP. Oder in der Performance-Variante mit der 87 Kilowattstunden Batterie, 394 PS, 600 Newtonmeter und 400 Kilometer nach WLTP. Die frontangetriebene Variante hat eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h. Alle allradangetriebenen Varianten sind erst ab 200 km/h abgeregelt. Das Besondere am Nissan Ariya ist, er kommt standardmäßig und alle Versionen mit einem 3-Phasen 22 kW Typ 2 Wechselstromlader und alle Versionen unterstützen CCS Gleichstromladung bis zu 130 kW. Der Nissan Ariya ist stolze 4,60 Meter lang, hat eine Breite von 1,85 Meter und eine Höhe von 1,66 Meter. Das macht ihn zu einem stolzen, großen Familienfahrzeug, welches innerhalb der Stadt sicherlich das ein oder andere Mal an seine Grenzen stoßen könnte. Der Kofferraum wird seitens Nissan angegeben mit 468 Litern bei der frontangetriebenen Variante. Bei den allradangetriebenen Varianten sind es immerhin noch 415 Litern. Die Rücksitze sollen sich zu einer ebenen Ladefläche umklappen lassen. Das daraus resultierende Kofferraumvolumen ist leider noch nicht bekannt. Das Gewicht bei der frontangetriebenen Variante beträgt 1,8 Tonnen, was für ein solch großes Fahrzeug wirklich nicht viel ist. Und bei den allradangetriebenen Varianten stolze 2,3 Tonnen, was in seiner Klasse sicherlich nicht wirklich schwer ist. Der Nissan Ariya soll zudem auch über eine Zuglast von bis zu 1500 Kilo verfügen. Standardmäßig werden der frontangetriebene und die allradgetriebenen Standardvarianten mit 235er, 55er, 19 Zoll Rädern ausgeliefert und die Performance-Variante 255, 45, 20 Zoll. Auf die Nachfrage, ob denn die Performance-Variante über ein adaptives Fahrwerk verfügt, um den großen Boliden etwas abzusenken und der Straße etwas näher zu bringen, konnte man leider keine näheren Auskünfte geben. Auch scheint der Nissan Ariya keinen Frunk zu haben, wobei, wenn das geschulte Auge genau hinguckt, findet man die eine oder andere Öse, die durchaus noch für eine Abdeckung gut sein könnte. Und mit Blick unter den Wandler findet sich eine große, große Lücke. Da es sich hierbei um einen Prototypen im seriennahen Stadium handelt, können sich natürlich Kleinigkeiten immer noch ändern. Ob Nissan vielleicht doch noch einen Frunk nachrüsten wird, wird sich zeigen. Wir haben auf jeden Fall speziell danach gefragt. Insgesamt macht der Ariya einen sehr soliden und hochwertigen Eindruck. Dieses neue Flaggschiff von Nissan soll für den Konzern eine Zeitenwende einläuten. So setzt man hier erstmals auf ein aktives Thermalmanagement sowie CCS als Gleichstromladestandard. Weitere Funktionen wie das Multimedia-Display oder auch das Head-Up-Display konnten wir leider bei diesem seriennahen Prototypen nicht testen. Über die genauen Preise konnte man noch keine Auskunft geben, allerdings geht man davon aus, dass der Nissan Ariya in der Basisvariante ab etwa 40.000 Euro beginnen wird und dann bis zur top ausgestatteten Performance-Variante auf ungefähr 65.000 Euro klettert. Die Anhängerkupplung wird wohl immer eine Zusatzausstattung aus dem Zubehör sein und nicht ab Werk montiert. Ihr wisst, was jetzt kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn ihr sagt, das war gar nichts, wir sollen die Finger von so etwas lassen, dann gebt uns gerne einen Daumen nach unten. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Wenn ihr keine Videos mehr von uns verpassen wollt, dann klickt auch die Glocke. Dann bekommt ihr meine Benachrichtigung, wenn es von uns für euch ein neues Video gibt.